Guten Morgen und willkommen zu diesem Daily Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof und dann beginne ich den Tag erstmal mit einer Runde Angeln. Ich bin im Zielbahnhof angekommen. Jetzt geht es für mich noch ein paar hundert Meter bis zum Teich, beziehungsweise dürfte es so guten Kilometer sein. Aber meine Tasche ist gesattelt, es kann also losgehen und so langsam dämmert es auch schon. Ist leider der erste Zug, also mir wäre es lieb, wenn einer noch eine Stunde eher fahren würde. Aber das passt auch so. Immer wieder geil, früh am Wasser zu sein. Ich bin gleich angekommen an meiner Angelstelle. Dann baue ich erstmal meinen Kram auf und dann kommen noch Freunde von mir und dann machen wir hier einen gemütlichen Angelvormittag. Ich bin gespannt, ob was geht. So, die beiden Ruten sind im Wasser und jetzt heißt es warten. Also heute kein Vergleich zu gestern. Bisher geht so ziemlich gar nichts. Mal schauen, vielleicht ziehe ich dann auch die Abreise ein bisschen vor. Aber es ist auf jeden Fall super schön und ihr habt ja gerade auch dieses verrückte Fliegeding gesehen, was ich da gefilmt habe. Es war echt wunderschön. So schnell geht's und ich habe wieder gepackt. Aber halb so wild, dass ich ein bisschen eher heimfahre. Ich will sowieso dieses Video für morgen dann direkt schneiden. Und ich habe sowieso noch ein bisschen was zu tun, auch heute Nachmittag. Deswegen, der Tag ist noch jung. Das ist das Coole am Nachtangeln. Ich meine, nachts um 3 aufgestanden und jetzt ist es letzten Endes noch nicht mal um 10. Ich bin um 10 quasi wieder daheim. Da hat man noch echt viel vom Tag. Da stehen viele samstags erst auf. Bei mir gibt es jetzt erstmal Mittag selbstgekochtes Zwiebelfleisch und ich muss Videos sortieren, denn ich will heute Abend anfangen, beziehungsweise nicht anfangen, ich muss das Video schneiden. Habe noch ganz viel auch für ein anderes Video auf dem Handy. Das heißt, jetzt heißt es erstmal Videodaten runterladen und sortieren. Das wird so meine Aufgabe für die nächste Stunde, anderthalb, bis das alles fertig ist. Und dann geht es heute Nachmittag noch in die Stadt ein paar Dinge erledigen. Es ist 3:30 und für mich geht es jetzt noch mal in die Stadt ein paar Dinge besorgen. Unter anderem ein kleines Geschenkchen für morgen. Ich habe mein kleines Geschenk. Es gibt was für den Garten. Und ich bin jetzt gerade am Bahnhof, denn ich bin ja Olsenbanden-Fan und gleich soll eine Olsenbanden-Lackierungs-Noab mit dänischer Lok durchkommen. Und ja, das will ich mir einfach mal anschauen. Und deswegen sitze ich gerade mit meinem Blümchengeschenk am Bahnhof. Bin sehr gespannt. Ein Kumpel von mir, der fotografiert immer Züge und sammelt Loks und sowas. Und er sagt mir immer Bescheid, wenn mal richtig coole Sachen durchkommen. Und da sind wir heute früh am Angelteich nämlich drauf gekommen, dass sie heute kommt. Und da ich Olsenbande eh lustig finde, bin ich mal gespannt. Die gibt es irgendwie auch noch in einer Tuborg-Bierlackierung. Das ist auch cool, aber Olsenbande fetzt natürlich. Und ich werde von meinem Google Pixel 8 das Video-Fotomodus-Ding probieren. Sprich, ich filme in 4K. Und ich habe ja nebenbei noch diesen Fotoauslöser, mache mal ein paar Bilder und bin gespannt, wie es wird. Aber gerade, ich habe geschwitzt, geschlägt meine Brille. Na, ganz toll. Na, das hat doch geklappt mit der Schüssel. Jetzt geht's für mich erstmal heim, Geschenk ein bisschen einpacken, die ganzen Videos vom Handy ziehen, weil ich muss ja den Vlog heute auch noch schneiden. Und mal gucken, was noch so passiert heute. So, ich bin jetzt gerade auf dem Balkon und habe meinen Kaktus nochmal umgetopft. Ich hoffe, der mag jetzt die Erde mehr als das davor. Vielleicht schafft das ja doch noch der Kleine. Auf jeden Fall habe ich jetzt sehr schönen Boden. Ich hoffe, das funktioniert besser als die Erde, die ich davor hatte. Ich bin noch mal unterwegs und mir ist gerade aufgefallen, irgendwie musste doch auch was essen und ja, gleich machen die Läden zu und ich habe voll vergessen, mir was zum Abendbrot zu holen. Deswegen düse ich jetzt noch mal schnell zu Netto. Aber ich sag mal so, bei dem Wetter ist man gerne noch mal draußen. Bin sogar fündig geworden. Bei mir gibt es jetzt zum Abendbrot Mozzarella mit Couscous-Salat. Also als einen Salat gemacht. Ich habe noch so eine Dose
mit Mais und Paprika. Das kommt dann noch dran und dann gibt es einen schönen Salat. So, das muss ich jetzt nur noch rumrühren und fertig ist ein hoffentlich leckerer Salat. Jetzt erstmal gemütlich eine Abendrunde Hearthstone spielen. Das muss auch mal sein. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 9:30 und ich sitze hier fleißig am Vlog, damit ihr den morgen sehen könnt. Und so schnell geht der Tag rum. Wir haben es jetzt mittlerweile gleich 11. Der Vlog ist soweit fertig geschnitten. Ja, das war's von heute für diesen Daily-Vlog. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kann ich das gerne öfters mal machen. Wenn spannende Tage ist, schreibt es doch am besten in die Kommentare. Morgen freue ich mich auf einen neuen Tag. Da geht es dann zu meinem Stiefvater zum Geburtstag. Da wird die Kamera wahrscheinlich mal nicht so viel laufen, sondern das geht dann wirklich mal um die Familie. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.